Ist es auch viel Scheiße. sicherer, wenn man. Keine Munition mehr? Nein. Ich auch nicht mehr. Aber renn zurück, warte mal. Ich hab doch irgendwo noch eine Magnum gesehen. Ja, die war viel weiter zurück. Viel weiter. Ja. Ich glaube, zu weit weg war die. Okay, egal. Komm, ich hab die Schrotflinte. Bam, bam, weg. Oh, wobei, warte. Machete. For the win. Also mit einem Zombie komme ich super klar. Mit zwei Zombies auch. Da ist eine Schrotflinte. Wenn du sie brauchst. Oh ja, das wäre ganz gut. Da hinten. Hier bei. Hier die. Ja. Genau. Ja, somit die weg. Also müssen wir das ja hier auch weg tun. Und wenn man hier das hier aufnehmen kann. Ja. Alles wegschmeißen, hauptsächlich die Schrotflinte ist da. Ja, die hat für diese Munition. So. Okay, da müssen wir durch wahrscheinlich. Geht's hier raus? Nein. Was haben wir denn hier? Ah, ein Erste-Hilfe-Spy. Erste-Hilfe-Kit. So, du spielst zu viel Resident Evil. Er hat Erste-Hilfe-Spray. Aber hast du es gerade genommen? Ja. Yes. Wieso wolltest du haben? Ja. Ich habe dir das letzte überlassen, also das erste. Sonst schmeiß ich dich in die Horde von Zombies. Nicht. Wenn du die erste. Was war das? Taste 1? Nein, das war nee. Da. Das ist der Vorschlag, aber. Ja, genau, damit heile ich mich, genau. Katze geht in. Der ist nicht mehr da. Hä? Und Logan, ich hab's nicht benutzt, ist nicht mehr da. Nein, was tust du? Aber ich habe. Tabletten. Na, dolle. Und Bandagen, wenn du so brauchst. Ich hab auch Tabletten. Schauen wir mal. Warte mal. Ich komme hier nicht raus. Ach. Brauchen wir irgendwas wahrscheinlich. Nee. Wir sind so weit kommen. Mit Scheitern an einer verschlossenen Tür. Irgendwo muss sowas sein. Ich guck auch hier mal. Ja, vielleicht findest du was. Vielleicht musst du mit dem Schweißbrenner da drauf machen. Ich nehme mal mit. Ja, mach das. Ich renn mal weiter zurück. Ich gucke mal bei der Tür, ob ich es auch bekomme damit. Aber wahrscheinlich nicht, oder? Naja, ich kann damit schweißen. Komm mal lieber hier hin. Okay, warte, ich bin auf dem Weg. Sag mal einfach, wenn du. Warte, ich warte auf dich. I'm running! Kann. Jetzt nicht mehr so schnell. So, okay, so. Ich bin da. Oh! Ha! Sie ist offen. Sie geht aber nicht auf. Also ich. Das müsste eigentlich aufgehen. Eben gerade ging sie auf. Wieso kriegst du jetzt nicht mehr auf? Sie sind nicht mehr rot. We're trapped. Also benutzen kann ich den Schweißbrenner nicht mehr. Wie macht man denn Türen auf? Mit welcher Taste? Warte mal, also eigentlich mit E, aber ich glaube, da kommt ein Zombie gleich her, weil ich habe rechts einen durch die Wand glitschen sehen. Oh. Ja. Das heißt, wir müssen warten. Oder keine Ahnung. Aber ich kann jede andere Tür versuchen aufzumachen. Aber die will nicht. Hartnäckig. Genau, mach sie kaputt. Hast recht. Halt, warte. Ja? Da wollte er gerade rein. Dann komm doch auch rein. Meine blutigen Hände warten auf dich. Ich drücke jetzt eh wie verrückt, aber. Meinst du, das ist ein Glitch oder so? Oder irgendwie ein Bug? Da ist auch ein Zombie. Aber den kann ich hier nicht töten. Hm.
Ja, was machen wir da? Versucht immer wieder reinzukommen, aber irgendwie geschafft hat er. Ja, da war es gerade und da ist sie wieder zugegangen. Also, die geht kurz auf und dann geht sie wieder zu. Ja, gerade wieder. Das war die Zombies da vorstellen. War es gerade wieder das Geräusch, oder? Ja. Weil ich kann nämlich die Tür auch nicht aufmachen. Ich drück E. Ich auch. Verdammte Tür. Nö, es will nicht. Dann kommt doch auch rein, ihr seid reingebeten. Also, ich würde sagen, sollte es jetzt so lang nur weitergehen, also ein paar Minuten noch, dann würde ich sagen, machen wir einen Break, weil wenn es wirklich ein Bug ist, dann können wir ja bis morgen noch aufnehmen und es wird nichts anderes passieren. Ja. So, ich warte erst, bis die Tür aufgeht. Und dann in der Millisekunde versuche ich es zuzuschlagen. Wer versucht es? Ich schaue nochmal woanders weiter. Aber wir haben ja sonst überall alles angeschaut. Das ist es. Und die Tür muss ich ja aufschweißen. Ich habe die ja aufgeschweißt. Und sonst war ja nirgendwo eine offene Tür. Ah, du bist genau unter mir. Nee, keine Ahnung. Merkwürdig. Die Tür bewegt sich kein Stückchen mehr. Also normalerweise sollte die Tür ja aufgehen. Ja. Macht sie aber nicht. Schau ich da noch kurz runter? Ich nicht Ja, benutzen, da auch das nicht. Knöpfle habe ich ja drückt. Genau, kann ich auf und zu machen gerade. Nee. Doch, kann ich. Wie ich will, aber. Das ist ja Schwachsinn, wenn ich das mache, weil. Ja, und so. Nee, überall zu. Ja, dann komme ich kurz zurück, aber ich denke, machen wir erstmal einen Break. Ich schaue wahrscheinlich mal nach, ob man da wirklich auch weiterkommt, aber muss ja nochmal. Muss, weil es wurde ja auch was angezeigt, war, als ich die Tür aufgemacht habe. Weißt du, dabei lief es echt so gut. Naja, es lief inzwischen wirklich gut. Zombie-Alarm, naja. Was, Zombie-Alarm? Da stehe ich, habe Untertitel an. Ach so. Da stand gerade Zombie-Alarm. Nee, keine Ahnung. Es geht da sonst nirgendwo weiter. Nee. Ich Ja, dann, hä? hab auch versucht, hier die anderen Türen vielleicht irgendwie aufzuschweißen, aber geht auch nicht. Weil das geht ja nicht kaputt. Nee, geht nicht kaputt. Ich habe gerade einen gekillt, indem ich da. Man müsste nur die. Ja, geht nicht auf. Ah, jetzt! Geh weg, geh weg! Wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel ausgetrickst. Wir haben es endgültig geschafft. Wir sind weiter. So. Ihr macht die Tür nicht mehr zu. Ich habe nur noch 4 Schuss. Und das heißt, ich spare meine Emotionen auf. Ah, oh, geh nicht raus, geh nicht raus, geh nicht raus. Weißt du, was da draußen ist? Zombies? Oh ja, nicht nur ein paar. Sind einige. Komm, warte, das ist ein schneller Zombie. Bist aber nicht infiziert, oder? Ne.
Lucky you! Ah, du hast ja. Nee, du hast keine Tabletten. Oh, nee, doch sicher hast du Tabletten. Warte, lass sie mal reinkommen. Lass sie reinkommen. Mhm. Okay, den kannst du killen. Jawoll! Richtig schön auf dem Kopf. Ja, jetzt. Okay, ich nehm's zurück. Weil sagen, es sind doch nicht mehr so viele. Ja, sag mal, fall um. Genau. Es sind noch. Ja. Viele. So 20, 30 Zombies oder so. Warte, ich habe eine Idee. Ich lasse alle herkommen. Multikill. Ne, es waren nur zwei. Toll. Ja, es ist schon Multi, ja, aber. Nicht auch hinter dir, wa? Shit! Bist du infiziert? Links, rechts, überall. Ja, ich glaube, wir bleiben echt lieber hier, oder? Naja. Kein unnötiges Risiko eingehen. Warum nicht spawnen so nicht extra? Das wäre. Das wäre scheiße, mies. Wenn sie das machen würden. Mies ist es. Oder wer ist halt? Weg mit dir. Ha, ich schub sie weg. So, du das wieder. Ja, am besten immer wegschubsen und dann hauen. Oder halt hauen, schubsen und hauen. Am besten immer hauen. Halt, Kinderzombie. Aber boah, die sind die leichtesten überhaupt. Also wir schlagen uns jetzt echt gut. Ja. Aber irgendwie habe ich ein dumpfes Gefühl, dass das nimmt. Nee, ich glaube, das nimmt kein Ende. Ich habe auch so ein langsames Gefühl. Und ich habe nur noch einen Schuss in der Schrotflinte, glaube ich. Und den will ich jetzt nicht hernehmen für einen Zombie. Mm. Hat der Charakter gerade gemacht. Ja, nur in Arm. Oh, da wollte mich schon ein Zombie überraschen. Den überrasche ich jetzt. Also rechts schaut es jetzt ruhiger aus. Ja, das sind gerade nur zwei auf dem Weg. Du bist gerade im orangen Bereich, wollte ich ja so sagen. Im orangen Bereich? Ja. Ich habe halt kein Erste-Hilfe-Kit. Was? Hast du gesehen? Da sind noch ein paar. Mhm. Deswegen versuche ich eher ein bisschen vorsichtig zu sein. Ja. Ah, das ärgert mich jetzt, dass ich nicht mehr Munition habe. Oh! Wow! Weg mit dir! Oh, shit! Hau ihn! Oh nein. Das Spiel war bei mir am Ruckern. Da also, konnte ich gar nichts machen gerade. Jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Okay. Das war gerade einfach. Ja, soll ich es versuchen, oder? Kannst probieren, ja. Jetzt habe ich deine Bandagen. Wow. Ich muss ja meinen Vorschlag mal aufnehmen. Wobei die Machete eigentlich gar nicht schlecht ist. Und ich habe eigentlich eh keinen Platz für die. Für den Vorschlaghammer. Du bist im roten Bereich. Ich weiß. Bin auch fast tot. Ich würde vielleicht die Bandage benutzen. Jetzt? Gucke. Okay. Immer noch rot. Das ist nicht gut. Du bist doomed. Ja. Ja, vielleicht auch nicht. Nein, vielleicht auch nicht. Das war blöd. Ich könnte es schaffen. Oh, was meinst du? Ja, könnte passieren. Warum bin ich eigentlich nicht aufgestanden wieder? Du bist aufgestanden, aber ich habe da gleich einen auf den Kopf gegeben. Na so. Und da bist du gleich wieder umgefallen. Na so. Ich habe nur gedacht, nope. So. Jetzt haben wir. Ja, eigentlich nicht wir, eigentlich ich. Ich bin alone. Das sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zombies draußen.
die auf dem Weg in die Hütte sind. Auf dem Weg in die Hütte? Ja. Ne, drei davon. Ne, die spawnen. Da brauchst du nicht drin zu bleiben, die spawnen. Wie die spawnen? Die spawnen, die sind bei mir sind gerade waren eben gerade noch 6 Stück, jetzt inzwischen sind über 10. Aber kann ich da rüberspringen? Aha! Ich muss durch die durch. Weißt du, was das heißt? Du musst durchkämpfen. Aha. Es ärgert mich jetzt, dass ich kaum mehr Munition habe. Was heißt kaum mehr? Also für die Schrotflinte habe ich keine Munition mehr. Also hinter mir spawnen auf jeden Fall keine, oder? Hinter dir, nein. Ich weiß, ich schau trotzdem. Komm her. Komm her. Hab ich gesagt. Weißt? Und so. I'm doomed. Weiß ich, dieser. Du Ladies 3 und dann sind die nächsten 3 schon auf der Treppe. Hat die Uzi noch Munition? Nein. Na toll. Die Uzi hat keine Munition. Aber kann ich da. Mein Gott! Ich lock sie hierher, spring dann hier drüber. Weißt? I'm a genius. Und dann klappt sich. Ich denke. Möbeling. Hat die? Nee, die habe ich wieder weggeschmissen, weil sie keine Munition hatte, gell? Genau. Da wäre die Uzi. Der hat aber auch keine Munition mehr. Oh, okay, vergiss es, was ich vorhatte. Nein. Nein. Nein! Ha, komm! Blöder Kinderzombie, hey! Ja. Schade. Wo hätte ich da überhaupt? Ja. Dahin müssen. Ja, okay, dann machen wir jetzt erstmal einen Break. Genau. Ich weiß halt, ob wir die Map gleich wieder machen oder uns eine andere anschauen. Das sind ja 5 Maps. Mit solchen Aufgaben. Genau. Ja, können wir Ja, können wir es hier gut sein lassen. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.